Schönen guten Abend, liebes Publikum. Leichen pflastern seinen Weg. E grande silenzio. Sergio Corbucci. Ja, Sergio Corbucci ist der Mann, der mir so die ziemlich ersten internationalen Schritte in den Film ermöglicht hat. Wir haben gedreht 1970. Ich war ein 20-jähriges Mädchen. Companieros. Und ich habe heute ausgewählt Leichenpflastern seinen Weg, weil das ist eigentlich eine Trilogie, die er gemacht hat. Die begann mit diesem Film Leichenpflastern seinen Weg und dann war es Mercenario, der Gefürchtete, und dann eben Companieros. Und ja, Sergio Corbucci war ein Großmeister des sogenannten Spaghetti-Films und ich war unendlich stolz, damals dabei zu sein. Ich bin es heute auch. Ganz besonders, muss ich sagen. Ich habe mit Leuten gedreht wie Franco Nero, Thomas Milian, Fernando Rey. Ich war eine mexikanische Revolutionärin, soweit man das als Deutsche mit 20 Jahren in einer der ersten Rollen sein kann. Aber alle Kollegen waren da, alle haben mir geholfen, alle haben mir eigentlich wirklich Tipps gegeben und ich habe einfach mit großen Augen da gesessen und zugeschaut. Diesen Film sehen Sie heute aber nicht, den können Sie ja ein anderes Mal sehen. Ich fand natürlich Leichenpflastern seinen Weg auch deshalb so toll, weil das ist so ein Film gewesen, der erste Western, der im Schnee stattfand. Ein Hauptdarsteller, Jean-Louis Trintignant, der stumm war, der große Schweiger, Kinski, Corbucci, der auch damals schon, und das war ja wichtig in der Zeit der 68er, wir waren ja alle politisiert, der es auch immer schon geschafft hatte, so zeitgeschichtliche, politische Themen in seine Western mit einzubauen. Und ja, ich habe ihn schätzen gelernt, ihn und seine Frau, die wirklich beide auf mich aufgepasst haben. Ich habe den Kontakt auch nie mit ihm verloren. Wir wollten sogar noch mal drehen. Leider Gottes ist er viel zu früh gestorben. Aber Sergio Corbucci hat eine tolle Linie hinterlassen und ich wünsche Ihnen einfach ganz viel Spaß mit dem Film Leichenpflastern seinen Weg.